Und sie beherrschen ja, haben sie schon uns ein bisschen bewiesen, doch Dialekte Auch. ganz gut. Und können sie auch so Stimmen imitieren, einigermaßen? Naja, das gehört zur Parodie dazu. Es geht heute jetzt nicht so wahnsinnig, weil ich ein bisschen angeschlagen bin, aber es gehört dazu. Die Stimme ist wahnsinnig, Stimme ist mit das Schwierigste. Das ist wirklich mit das Schwierigste. Manchmal Es gibt treffe ich einfache sie. Stimmen, nicht? Reich Ranitzky können ganz Ja, viele aber wenn sie dann hohe so Tonarten. sprechen und diese, dann hat er so gesprochen, hat er noch gelispelt und so weiter. Oder wenn sie Florian Silbereisen spricht, inzwischen ein bisschen. Der ist ja ganz anders als damals. Als ich ihn damals parodiert habe, da war er noch hey und so weiter. Ja, und war so ziemlich aufgedreht, da war er noch blondiert, dann hatte er diese schrecklichen Sakkos an und diese schrecklichen, dieses Outfit. Der hat ja, trägt ja heute Maßanzüge, der ist irgendwie, der geht in die Muckibude, der ist ja ganz, der sieht ja ganz anders aus und er bewegt sich auch anders. Er spricht auch ganz anders, er hat sich, glaube ich, ein bisschen coachen lassen. Jetzt Und irgendjemand hat ihm gesagt, dass man immer ein bisschen mit der tiefen Stimme sprechen muss und immer mit dem bayerischen Jetzt Dialekt ein kommt bisschen. eine Überraschung Und jetzt kommt für Mireille Sie. Mathieu. Nein. Warten wir mal. Die kommt ja immer irgendwann.